Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play OpenTTD. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe mir überlegt, als nächstes kommt Bad Liebenstein dran und eine Sache ist mir noch tatsächlich eingefallen, die mir das Ganze erleichtern wird. Und ich werde gleich mal vorstellen, wie ich das Ganze ausprobieren möchte, aber eine Sache habe ich auch noch zu erzählen, und zwar als ich mir diesen Knopf eingebaut habe, den ich in der letzten Folge gezeigt habe im Interface, da ist mir eine Sache noch eingefallen, die ich schon immer mal wissen wollte, weil ich das wieder vergessen hatte und die ich irgendwann selber mal umgebaut hatte, und das war, mir ist aufgefallen, immer nur am Ende des fünften Jahres eines Jahreszyklus wird tatsächlich der Profit des letzten Jahres angerechnet oder wird das Update für diesen Profit gemacht, und ich wusste nicht mehr ganz genau, hatte ich vergessen, das irgendwie umzurechnen, weil ich ja gesagt habe, um die amortisierten Kosten leichter berechnen zu können, würde ich ganz gerne das so umstellen, dass hier jedes Jahr die Kosten stehen. Und es ist tatsächlich so, dass die Kosten, die hier stehen, also Profit dieses Jahr, das sind die akkumulierten Kosten für die jeweiligen 5 Jahre. Und am Ende jedes 5-Jahres-Zyklus, also am Ende des 5. Jahres, werden diese Kosten durch 5 geteilt und dann hier gespeichert. Deswegen ist auch immer Profit this year ist in der Regel größer als Profit last year, weil das hier eben der Durchschnittswert über die letzten 5 Jahre ist. der eben am Ende von jedem, am Ende jedes 5-Jahres-Zyklus berechnet wird. Soviel zu dem Thema, weil ich die Frage auch mal, glaube ich, im Let's Play irgendwann aufgeworfen hatte. Und genau so ist das. Das hatte ich jetzt nochmal nachgeguckt, deswegen wollte ich das gerade nochmal sagen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier ein Netzwerk mit Rückführungslinie bauen zu wollen. Das heißt also, um das hier nochmal kurz zu demonstrieren und um das vor allen Dingen selber nochmal zu testen. Hier kommt der Hauptbahnhof hin. Dann kommt hier quasi eine Station mit 1 oder 2 Gleisen für die S-Bahn hin, und die Stationen werden dann für die S-Bahn werden dann hier quasi so gespaced, also mit 9 müssten das sein. Ich gucke das gerade nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das letzte, was ich jetzt noch mit drin habe, ist diese Linie. Moment, also das ist echt blöd. Das müssten aber eigentlich 9 sein. Warte mal, ich halte mal einfach mal meine Hand auf dem Monitor, auch wenn das ein bisschen nicht so schön ist. Ja, das passt genau. Also ich brauche da ein Spacing von 9, das ist schon mal gut zu wissen. Und dann baue ich das Ganze so, dass ich hier eben hinkomme. Und wenn ich möchte, wenn die Züge möchten, dürfen sie dann eben hier direkt wieder zurückfahren in den Bahnhof. Was jetzt momentan noch nicht so wirklich schön geregelt ist, weil ich diesen Bahnhof hier ganz gerne als Roro-Station hätte und der das momentan nicht ist. Aber das kann man ja später immer noch ändern. Und die Idee, die ich jetzt hatte, ist, naja, diese Leute, die sonst hier zum Beispiel von Wunsdorf Transfer in den nächsten Bahnhof hier wollen, sind ja Leute, die sich dazu, und ich weiß nicht genau die Formel, die benutzt wird, um auszurechnen, wo Passagiere hinwollen. Aber ich muss die ja eigentlich gar nicht von hier nach hier bringen. Ich kann die ja genauso gut von hier nach hier bringen, wenn es eben die Möglichkeit gar nicht erst gibt, dass sie nach hier kommen. Das heißt also, ich kann das Ganze ja so einrichten. In Wunsdorf Transfer darf nur eingeladen werden. Wenn er dann voll ist, fährt er zurück. Dann fährt er nach Haiger Woods und darf da auch nur einladen. Und wenn er dann voll ist, fährt er zurück. Und so weiter. Aber und das ist der Knackpunkt daran, die Order für Wunsdorf East, okay, da darf er halt nichts einladen, aber wenn ich die Order für Wunsdorf East stelle auf Ausladen und nichts einladen, dann können Leute, die von hier nach hier wollten früher, können ja immer noch von hier nach hier. Dann habe ich zwar keine wirklich realistische Beförderung innerhalb der Stadt, dass ich jetzt sagen würde, okay, die können von hier nach hier fahren und so weiter, das habe ich aber, ja, das habe ich eigentlich, ne, aber da muss man sich halt von gewissen Realismus, Autismus, muss man sich mal verabschieden irgendwann. Ja, wenn man wirklich ein schönes Netzwerk bauen will. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von
von diesem, könnte ich es eben so machen, dass die Passagiere innerhalb der Stadt nach hier dann transportiert werden und die Leute, die dann hier tatsächlich am Hauptbahnhof aussteigen und nicht umsteigen wollen, die werden ja immer noch auf das Stadtwachstum angerechnet. Und dann will ich mal gucken, wie das Ganze dann aussieht, wie sich das Ganze dann entwickelt. Also reiße ich das Ganze hier ab und dann geht es jetzt tatsächlich darum, das Ganze hier in Bad Liebenstein aufzubauen. Und ja. Also muss ich am besten diese Station hier versetzen, ein bisschen hier nach links, denn ich brauche ein bisschen mehr Platz eigentlich, um mein lokales Netzwerk aufzubauen. Früher oder später wird dieses, ich weiß nicht genau, was das für ein Werk ist, Moment, gerade mal gucken. Chemie und Farm Supplies. Früher oder später werden die Konkurs gehen, weil ich denen ja nichts liefere. Das heißt also, das ist kein großes Problem. Und ich werde in Bad Liebenstein endlich mal dieses chaotische Tramnetzwerk los, was hier momentan eingesetzt ist und wo die irgendwie hier kreuz und quer fahren und keiner so wirklich weiß, was er tut. Vor allen Dingen, weil die Tram-Fahrer ja nicht unbedingt so die klügsten sind. Nicht aufs Real Life bezogen, aber ihr wisst, wie ich das meine. So, den kann ich dazu abreißen und dann baue ich ganz einfach diese Station erstmal um. Und hier steht auch noch ein Depot, was ich wohl irgendwann mal vergessen habe abzureißen. So, also ein 2x7 Station und jetzt muss ich halt darauf achten. Hier nimmt die schon keine Post mehr an. Wenn ich jetzt aber hier anbaue, dann müsste die Station eigentlich wieder Post annehmen. Also wenn ich das hier in eine Viererstation umbaue für das lokale Netzwerk dann. Werde die Station einfach mal hier hinbauen. Und dann werde ich jetzt die Linien entsprechend umleiten. Solange hier gerade keine Züge drauf fahren. Einfach nur einen weiter nach links, dann sollte das ja eigentlich schon passen. Einmal so. Und dann so, dass es auch tatsächlich passt. Nochmal so. Dann kann ich jetzt nämlich den linken dieser Bahnhöfe, wenn ich die Signale gerade neu gesetzt habe, da kann ich den linken dieser Bahnhöfe tatsächlich in eine Viererstation umbauen. Das war ja der eigentliche Sinn der Sache. Nee, Moment. Ich will Station abreißen. So. 1, 2, 3. So, dann ist das hier jetzt nur noch. Ja gut, da kann ich die auch einmal kurz dieses Gleis komplett abreißen, damit es dann nicht so hässlich aussieht. Und dann baue ich hier. So, Moment, falscher Modus. Dann baue ich hier eine Viererstation hin. Und das Problem ist jetzt mal wieder, dass ich ja hier immer schön warten muss, bis ich wieder einen halbwegs vernünftigen Ruf habe. Ich könnte aber auch einfach sagen, so ja, die Tram ist momentan ja auch deswegen noch aktiv, weil das eine ganze Menge Punkte auf mein Stadtwachstum gibt. In dem Moment, wo ich dann die S-Bahn hier in Betrieb nehme und die Tram noch aktiv habe, da gibt mir das natürlich einen richtig dicken Bonus auf mein Stadtwachstum und deswegen wollte ich oder habe ich auch hier oben ja die Tram ursprünglich aktiv gelassen, obwohl ich die eigentlich gar nicht mehr gebraucht habe. Ich würde sagen, ich mache es mal hier so, dass ich die Tram komplett einstelle und dann eine S-Bahn aufbaue, damit ich hier nicht mehr dieses Hickhack mit den ganzen Schienen habe und dass wenn dann eben das ein bisschen blöd ist. Also erstmal werde ich mir den nötigen Ruf erarbeiten, einfach durch Bestechung, weil ich dafür genügend Geld habe. Dann wird mich dieses S-Bahn-Netzwerk sicherlich so seine 100 Millionen kosten, durch die ganzen Bestechungsgelder, die ich dafür zahlen muss. Aber nun gut, dann muss ich das eben in Kauf nehmen, denn ich habe keine Lust, hier wirklich so ewig lange zu warten. So, ganzen Stationen gelöscht. Und wenn die ganzen Tramwaggons hier tatsächlich drin sind, dann kann ich auch die ganzen Tramwaggons löschen und dann kann ich auch Tramnetzwerk kann ich auch später noch komplett löschen dann. Ich gucke gerade mal, wie mein
Status aussieht, momentan noch relativ gut. Ich werde das Spiel mal pausieren für den Bau dieser ganzen Geschichte. Und dann werde ich zuerst mir den Platz für die Bahnhöfe sichern. Das wären hier auch. Hier habe ich sogar schon noch fast alles mit drin. Das ist natürlich total super gut. Ja, erst abreißen, denke ich mal. Und dann, ja, dann mache ich weiter. Ich werde wahrscheinlich zwei Achsen brauchen hier für diese ganze Geschichte. Wie genau ich das mache, sehen wir dann noch. Aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal für euch den Zeitraffer an, weil angucken, wie ich hier das ganze Teil baue, das müsst ihr euch nun wirklich nicht. Das ist eigentlich zu langweilig. Also bis gleich. So, wir wurden entdeckt, unsere Bestechungsversuche wurden entdeckt und damit darf ich erstmal nicht mehr bestechen. Das ist natürlich nicht so toll. Ich hoffe mal, das geht bald vorbei und deswegen werde ich auch den Zeitraffer jetzt erstmal wieder aktivieren, aber ja, so geht es natürlich. Bestechung wird leider nicht oft entdeckt im richtigen Leben, aber hier eben schon ab und zu mal. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie das Ganze läuft. Also das Prinzip ist natürlich, in dem Moment, wo ich von hier zurück will, da kann ich das nicht auf dem Hinfahrgleis machen, da brauche ich ein Gleis, um zurückzufahren. In dem Moment, wo ich aber von hier aus keine weiteren Stationen besuchen möchte, naja, da kann ich halt genauso gut das Gleis nehmen, was ich sonst nehme. Ich muss nur in diesen Bahnhof halt nicht mehr einfahren.
Und nach diesem Prinzip ist das Ganze aufgebaut. Es ist natürlich die Frage, ob das Ganze auch tatsächlich funktioniert. Also ich musste eine ganze Menge Gebäude abreißen, aber ich meine, ich habe es eigentlich gar nicht so schlecht hingekriegt, das Ganze quasi minimalinvasiv zu bauen. Ne? Weil ich meine, die zwei Gleise hier brauche ich sowieso. Das heißt also, wenn ich hier ein paar Tunnel mache, dann ist das schon okay. Und dann jedes Feld, was ich untertunnele, das ist ja im Grunde genommen ein Feld, wo ein Haus mehr stehen kann. Und wenn ich sowieso zwei Gleise brauche und ein bisschen Platz für Signale, dann ist es im Grunde eigentlich immer besser zu tunneln, als gerade durchzubauen. Und ich meine, was sollte ich sonst machen, als gerade durchzubauen? Also das ist schon mehr oder weniger minimalinvasiv, glaube ich. Jetzt muss ich nur noch tatsächlich das Ganze in Betrieb nehmen. Und dafür baue ich mir doch einfach mal einen Zug. Ich nehme einfach mal den hier. Und mache ich für den schon eine neue Gruppe? Nee, ich, ja doch, ich muss für den eigentlich schon eine neue Gruppe machen. Das hier wäre also E0. Und das ist, ich glaube, Bad Lee hatte ich das genannt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Mal den mal, ups. Habe ich. Pupsala, da habe ich doch glatt den Stadtrat bestochen. Kann mal passieren, ja. Bad Liebenstein. Dann weise ich der Gruppe bestenfalls direkt noch mein. Ich nehme mal das günstige Template. Das weise ich der Gruppe gerade noch zu. Na nun, ist die. Hier ist doch PT0. Ach so. Ja, die heißt nämlich nur T0. Die muss ich gleich noch umbenennen, die Gruppe. Aber das Template weise ich schon mal zu. So, Template 6. Dann wird die Gruppe gerade nochmal umbenannt. Ich habe so viele Menüs gleichzeitig auf mich. Ich komme schon komplett durcheinander. Das ist P davor. Und dann wird die auch vernünftig angezeigt. Und jetzt muss ich nur noch gerade den einen Zug da reinschieben. Dann muss ich den einmal gerade starten. Ab ins Depot und umdrehen. So, und dann wird er auch vernünftig ersetzt und ist jetzt der vernünftig gute Zug. So, also du fährst hierhin, 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 hierhin. So, und jetzt kommt es drauf an. Das Komplizierte ist nämlich ja natürlich, wie diese Order jetzt komplett tatsächlich gesetzt werden. Was ich schon mal sagen kann, ist in Bad Liebenstein stelle ich den nicht auf einen vollen Feeder, also ich stelle den nicht auf Transfer und Leave Empty, aber ich stelle den auf Ausladen und Leave Empty. Das heißt also, Leute, die nach Bad Liebenstein wollen, die können hier im Hauptbahnhof aussteigen und dann können sie sehen, wo sie bleiben. Und das war genau das, was ich, glaube ich, am Anfang der Folge erwähnt hatte mit vielleicht kann man das doch noch quasi als Semi-Feeder einrichten. Und trotzdem eines der Netzwerktypen nehmen, die eigentlich eher für Feeder geeignet sind. So, also Bad Liebenstein Valley. Ich kann den jetzt hier auf Vollladen stellen, aber dafür ist ja das Netzwerk nicht ausgelegt. Das heißt also, nehmen, was da ist. Dann als nächstes, wenn du Conditional Order Jump. Oh, ich brauche als erstes den hier. Sonst kann ich da nicht hinspringen gleich. Conditional Order Jump. So, wenn du... Nee, nicht Require Service, sondern ich würde das gerne schon ganz gut angeben, was der denn braucht. Also wenn... du weniger als, sagen wir einfach mal, 60% Haltbarkeit hast, dann fährst du ins Depot. Ich musste das hier als erstes setzen. Oh Moment, das ist aber nicht gut. Ja, das ist ein bisschen hässlich, aber so ist es nun mal. Könnte ich eigentlich mal meine Assembler-Skills wieder auspacken, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Ja, ja, das kann ich ja, das kann ich genau umgekehrt aufziehen, ne? Ja, das kann ich genau umgekehrt aufziehen. Du gehst nach hier, wenn Reliability größer ist als 60. So. Das ist genau die Negation davon und sieht wesentlich besser aus. Das heißt also, wenn die Zuverlässigkeit mehr als 60 ist, dann wird übersprungen, dass er ins Depot geht, anstatt wenn die kleiner ist als 60, dann geht er ins Depot und danach nochmal ein Sprung immer zu Order 8. Das ist einfach die Negation. Also nee, es ist beide sind zusammen eine Tautologie. Also das passt. Dann gucken wir uns das mal an. Also hier muss er erstmal nichts machen, das ist okay, aber danach brauche ich Conditional Order Jump. Zu 2. Nee, das ist blöd. Das will ich nicht. Ich will hier Conditional Order Jump. Genau nach hier. Und hier habe ich Lord Percentage is equal. Und ich sage mal, wenn der Zug zu 95% voll ist. Ah, das heißt, kommt halt drauf an, ne? Wie die Post und die Passagiere werden zusammengezählt. Das heißt also, wenn wenig Passagiere einsteigen oder wenn wenig Post da ist und ich das Ganze auf 95 stelle, dann wird er das nie tun, weil die Postwaggons nicht voll sind. Also muss ich einfach mal sagen, Lord Percentage, sagen wir einfach mal auf 85. Das heißt, ich erreiche dann aber auch nur eine Zugeffizienz von 85. Das Ganze wäre wesentlich einfacher, wenn ich nur Passagiere in die Züge laden würde und keine Post. Aber so habe ich nun mal die gemischten Züge und so ist es nun mal. Also, wenn Lord Percentage größer ist als 85, dann springt er hier hin und hier entscheidet er dann nochmal, ob er ins Depot will oder direkt in den Bahnhof fahren will. Und genau dasselbe mache ich jetzt hier. Nee, ist größer. Also die Zugauslastung wird auch nicht hundertprozentig, wird nicht immer 85% sein. Weil natürlich auch der Zug eventuell in einem Bahnhof mehr als nur 15% einladen würde. Also wenn er auf 84% ist, dann wird er ja nicht auf 86% laden, sondern meistens ein bisschen mehr. Also das passt dann auch. So, dann geht der bitte genau immer hier zu dem Sprung hin. Und hier auch wieder bei 85. Und dann, nachdem er hier ist, genau einen Sprung brauche ich noch. More or equal 85. So. Hier steht immer Order 10. Das heißt, insgesamt sollte das Teil jetzt eigentlich laufen. Fahrplan muss ich nicht automatisieren. Das ist totaler Quatsch, das zu machen. Ich würde sagen, ich setze erstmal 3 Züge ein und dann gucke ich mal, wie das Ganze läuft. Okay, der Anfang ist ja schon mal scheiße. Genau, der hier dreht um und geht dann ins Depot, bitte. Warum fährt der da in die falsche Richtung? Weil das Signal in der falschen Richtung ist, scheinbar. Dann sollte ich vielleicht nochmal meine ganzen Signale tatsächlich überprüfen. Also dieses hier ist jetzt in der richtigen Richtung und dieses hier ist jetzt auch in der... Okay, dann sollte es jetzt tatsächlich funktionieren. So, und dann gucken wir uns das Ganze doch mal an, wie das läuft. Cargo Flow Netzwerk ist jetzt natürlich sau hässlich und der ist auch in der falschen Richtung. So, einmal umdrehen. Gut, dass ich mir das Ganze immer angucke.
warum darf der jetzt von hier nach hier Sachen transportieren? Das will ich doch eigentlich gar nicht. Ich überlege gerade, als ich das Ganze mir überlegt oder ausgedacht habe, da habe ich eigentlich gedacht, also das war jetzt ein Fehler, den ich hier gemacht habe, da habe ich eigentlich gedacht, ich konfiguriere das Ganze so, dass der hier jeweils immer nur einlädt und nichts auslädt, weil ich ja will, dass alle Passagiere, die sich innerhalb von Bad Liebenstein bewegen, ja genau, das ist nämlich, das muss auch so. Also es muss nicht zwingend so, aber in dem Moment, wo die Netzwerkauslastung hier höher wird, muss es auf jeden Fall so, denn wenn Passagiere von hier zum Beispiel nach hier wollen und der Zug ist hier schon voll und fährt zurück in Richtung Bahnhof, dann kriege ich sonst ein riesengroßes Problem, weil die Leute dann nämlich auch beim nächsten Mal, die wollen ja hier hin, das heißt, die steigen im Bahnhof nicht aus, das heißt, wenn ich dann wieder hier hinfahre, dann blockieren die den ganzen Zug wieder und das ist natürlich totaler Quatsch. Das heißt also, hier nirgendwo was laden, bitte. Nirgendwo was ausladen. Und Cargo Flow müsste das eigentlich auch dann merken. Das heißt, es wäre noch dann zu sehen, ob er das auch wirklich merkt. Zumindest die komplette Runde funktioniert schon mal und hier habe ich das eben gesehen, kann man auch umdrehen und dieses Signal ist in der richtigen Richtung. Das heißt, zumindest funktioniert die Strecke schon mal. Und warum ist er jetzt verloren? Wo will der denn hin? Hier gibt es noch eine Sache, die ich vergessen habe tatsächlich. Dann sollte die Strecke aber wirklich funktionieren. Ich darf die Züge hier nicht zwingen, in diesen Bahnhof einzufahren, sonst sagt der Du-Du-Du. So geht das aber nicht. Und ich kriege eine Meldung, also wenn ein Zug in irgendeinen Bahnhof einfährt, vermutlich ist das Problem, dass der mir als verloren angezeigt wird. Musste der denn eben, ach so, weil der noch am Ausfahren war, vermutlich. Ja, ich gucke mir das Ganze einfach nochmal an. Jetzt würde ich ganz gerne diesen Zug beobachten, während er hier lang fährt. Wie viele Sachen hat er jetzt dabei? So gut wie keine. Hier wartet er aus irgendwelchen Gründen, aber natürlich hat er auch keine Sachen dabei, wenn er genau hinter dem anderen Zug herfährt. Das ist ja ganz klar. Der andere Zug hat ja gerade schon den Bahnhof leer gemacht. Nee, doch nicht. Da warten tatsächlich auch einige Leute. Gucken wir uns das Ganze mal an. Bis zu 5000, das heißt also, ich habe schon ein gewisses Wachstum, habe ich auch. Oh, und da ist er voll. Da ist er voll. Ja, und dann gucke ich mir gerade nochmal an, wie viel Kohle mir das bringt. Vermutlich leider nicht so wirklich viel. Und ich hoffe mal, dass Cargo Flow so klug ist und nicht irgendwie die Passagiere jetzt da drin sitzen lässt, obwohl die eigentlich gar nicht mehr dahin kommen, wo sie hinwollen. Also die eingestiegen sind. Ja, okay, die steigen alle aus. Alles klar. Also wirklich Gewinn mache ich damit immer noch nicht, was teilweise natürlich auch daran liegt, dass ich hier bisher noch keine guten Ratings da sind und dass daher die Züge, die Passagiere nicht wirklich generiert werden, die ich eigentlich bräuchte. Gucken wir uns das Ganze doch nochmal an. Ob das Ganze funktioniert. Hier ist er wieder voll, das heißt, die letzte Station wird konsequent nicht angefahren. Mal sehen, wie sieht es bei dem hier aus mit seiner Ladung. Der ist hier auch schon fast voll. So, jetzt kommt er in den Hauptbahnhof rein und ist wieder bei... Oh, sogar mehr als beim letzten Mal. Letztes Mal war er hier bei plus unter 1000. Also, oder bei plus 60 oder 80 oder irgendwie sowas. Das heißt, wenn ich... Oh, und da lädt er direkt voll im ersten Bahnhof. Dann gucken wir mal, was dann passiert.
werde ich vermutlich nicht so viel für kriegen, aber andererseits ist er halt auch extrem schnell wieder da, ne? Oh, da habe ich sogar 2000 gemacht. Ich würde sagen, das hier ist ein Erfolg, ne? Also ich finde das gar nicht so schlecht, wie das hier läuft. Der einzige Nachteil ist eben, ja, es müsste quasi mehr noch kommen, damit ich ein bisschen Wachstum noch... Ich wollte ja ein Wachstum auf 7000 haben und dafür muss definitiv noch mehr kommen. Ich werde gerade nochmal einen Zug klonen, denn bisher wird der letzte Bahnhof gar nicht angefahren. Das heißt, der letzte Bahnhof hat momentan eine relativ schlechte Auslastung tatsächlich. Und hier warten einiges tatsächlich an Leuten. Aber meine Züge sparen eben dadurch unglaublich viel Zeit, ne? Und das ist genau das, was die genauso über die Kante zum eingetragenen Gewinn. Ich meine, sie machen insgesamt keinen Gewinn, weil ich die Züge natürlich noch kaufen muss. Das ist ja diese ganze amortisierte Geschichte, die ich schon tausendmal erklärt habe. Aber zumindest nerven sie mich die ganze Zeit. Nerven sie mich nicht die ganze Zeit mit diesen Nachrichten, dass sie Verlust machen. Und das ist für mich schon mal super. So, dann würde ich ganz gerne hier noch eine Straße bauen, damit sich die Stadt vielleicht in einer gewissen Richtung eher ausbreitet als in einer anderen. Deswegen baue ich hier gerade nochmal eine Straße hin. Insgesamt habt ihr gesehen, habe ich das Straßennetzwerk jetzt auf eine unrealistische Weise kaputt gemacht, als ich hier die Stadt ausgebaut habe. Aber ja, was will man machen? Das muss ich dann eben so in Kauf nehmen. Ich habe keine Lust, das Straßennetzwerk jetzt noch irgendwie zu reparieren. Das Einzige, was mir also jetzt noch fehlt, ist zu gucken, bis wo geht denn überhaupt mein Einzugsbereich hier? Und der geht tatsächlich so, dass ich das letzte Haus abreißen würde hier an dieser Stelle. Also hier lang. Und dadurch kann ich der Stadt noch ein bisschen mehr Raum für Erweiterung geben, auch wenn sie den vermutlich jetzt erstmal nicht brauchen wird. Aber nur so, um das mal, meinen Claim hier abzustecken. Dann werde ich mir diese Gebiete hier auch noch direkt einverleiben. Und dann habe ich jetzt hier, wenn ich diese blauen Schilder hier abreiße, dann sollte das Ganze tatsächlich wirklich optimal sein vom Einzugsbereich meiner Bahnhöfe her auf dieser Seite. Und damit bin ich dann eigentlich schon mal relativ zufrieden. Muss jetzt natürlich noch über längere Sicht betrachtet werden, ob das Ganze tatsächlich funktioniert. Ich habe momentan schon ein potenzielles Stadtwachstum von 6267, was super gut ist. Old Town Hall wird regelmäßig, wie sehen meine Ratings hier aus? Das ist einer der hinteren Bahnhöfe. Oh, das Teil ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber in Preview will ich trotzdem nicht. Das ist einer der hinteren Bahnhöfe, der hat trotzdem ein gutes Rating. 61% ist jetzt nicht super toll, aber es ist eben auch nicht schlecht. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist hier tatsächlich die Ausladestation zweigleisig zu machen. Vor allen Dingen, wenn ich später vielleicht sogar noch ein paar mehr Züge einsetzen möchte. Und hier wird schön gebaut. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Frage ist, wird hier automatisch erweitert? Und hier, also dieses ganze Stadtnetzwerk, also ist halt auch von dem Spacing her nicht optimal. Ich weiß, die Jungs von OpenTTD Coop machen so, dass sie den Städten gar nicht erst erlauben, Straßen zu bauen, damit sie vorher schon bestimmen können, wo alles Häuser stehen können in der Stadt. Dann müssen die nämlich diese ganzen Abrissaktionen, die ich jetzt hier die ganze Zeit mache, müssen die dann nicht machen. Und ich überlege tatsächlich, das in meinen Einstellungen auch zu ändern. Aber ich würde sagen, das Ding hier haben wir relativ gut ausgebaut und wir gucken uns dann mal nächstes Mal an, ob wir das Ganze in weiteren Städten machen können. Dann werde ich auch, hatte ich ja schon öfter gesagt, aber nie gemacht, aber jetzt wirklich Zeitraffer öfter einsetzen, denn ich glaube, so wie das heute gelaufen ist, war das gar nicht so schlecht insgesamt. Nur so zu eurer Info, ich weiß nicht, wie lange die Folge jetzt geworden ist, das muss ich dann sehen, wenn sie gerendert ist, aber die Aufnahme insgesamt ist eine Stunde lang. Also da ist schon eine Menge Kompression drin und ich glaube, viel des Let's Plays war tatsächlich auch eine ganze Menge Rumgeeiere, wo eben einfach nichts passiert ist. Und
Ja, irgendwann gehen einem die Themen aus oder irgendwann gehen mir die Themen aus, um diese Zeit dann noch irgendwie zu füllen, wenn nicht gerade irgendwas Interessantes passiert ist. Das heißt also, bei so größeren Bauaktionen, wo nun wirklich nichts passiert, wo ich einfach auch nicht groß kommentieren kann, sondern einfach nur, ja, ich reiße jetzt ein Gebäude ab. Ja, ich baue jetzt hier einen Tunnel. Ja, ich baue jetzt hier ein Signal. Oh nein, das Signal war falsch rum. Da werde ich tatsächlich das Ganze dann öfter mal auf Zeitraffer laufen lassen. CargoFlow hat nicht gecheckt, dass es eigentlich zwischen diesen Stationen hier keine Verbindung gibt. Das finde ich ein bisschen eigenartig, ein bisschen schade. Guck mal, hier sind meine Ratings immer noch schlecht, weil da keine Züge halten, weil die hier alle schon voll sind. Das heißt, hier hat jetzt gerade mal wieder einer gehalten. Ja, schlechtes Rating ist aber nicht so schlimm. Hier werden auch nicht so viele Passagiere eingesammelt. Ich meine, der Bahnhof, ja doch, der ist eigentlich für einen relativ großen Bereich tatsächlich zuständig. Vor allen Dingen, wenn man noch bedenkt, dass hier hinten ja auch noch ausgebaut werden könnte, die Stadt. Worauf ich eben eigentlich... Oh, jetzt fällt es schon wieder. Jetzt sackt es ab. Das heißt, ich komme leider nicht auf 7000 Personen hoch. Vielleicht, wenn ich hier nochmal ordentlich von den großen Zügen was abgeladen wird, aber ich bezweifle das. Warte mal gucken. Ja, hier bin ich bei 4400. Mal gucken, wie es aussieht, wenn der Monat rum ist. Ich glaube, das wird immer am Ende des Monats berechnet. Oh, da bin ich bei 4300 sogar nur. Okay. Wäre die Wachstumsgrenze von Bad Liebenstein jetzt scheinbar tatsächlich schon erreicht. Das ist schade. Aber so rächt sich das eben, dass ich hier ein fast reines Feeder-Netzwerk gebaut habe. Wenn ich das Ganze jetzt tatsächlich ohne diese Unload-Blockierung gemacht hätte, dann wäre ich hier locker über 7000 Leute gekommen, glaube ich. Und wenn das hier wirklich ein Kreis gewesen wäre, ich meine, hier oben hat es ja auch geklappt. Klappt aber nun mal leider nicht. Kann ich nichts dran ändern und würde mir ganz gerne noch einmal kurz angucken, wie sieht denn der Gewinn hier auf meinen Zügen aus. Achso, es wurde ja gerade ein neues Jahr eingeläutet und der hat bis dahin noch nicht wirklich abgeladen. Ja, also wirklich, wirklich gewinnträchtig werden diese Züge vermutlich nicht sein. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man die amortisierten Kosten mit einrechnet. Aber, und das ist der große Vorteil, oh die... Die Abgabestation ist übel blockiert. Da sollte definitiv noch mal was passieren, glaube ich. Ja, aber das würde ich mir dann tatsächlich für die nächste Folge aufheben. Ich glaube, diese Folge... Ja, ist insgesamt... Ach so, eine Sache wollte ich noch gucken. Und das ist, wie sieht denn... mein Frachtnetzwerk aus vom Gewinn her. 7000 im letzten Jahreszyklus. Das ist halt immer noch viel zu wenig. Diese hier sehen aber schon besser aus mit 18.000 im Jahreszyklus. 34.000, ich glaube, die sind... Ich glaube, 12.000 hatte ich irgendwann mal gesagt, damit die profitabel sind. Sogar noch weniger dadurch, dass ich die ja jetzt günstiger kaufen kann. 6.000 wäre also nicht. Die gerade so. Die hier nicht. Also die längeren Routen sind vermutlich immer noch nicht. Achso, und der gehört eigentlich hier in diese Gruppe vermutlich. Die längeren Routen sind vermutlich immer noch nicht gut. Der hier ist bei 25. Das ist natürlich auch super. Ich glaube, ja, ich kann jetzt mit der Fracht tatsächlich ein bisschen mehr anfangen. Aber ich überlege mir halt immer noch... Oder sollte das höchstwahrscheinlich auch machen, dass ich tatsächlich das Frachtnetzwerk, den Gewichtsfaktor der Fracht noch weiter reduziere. Und dieses Netzwerk hat mich eine ganze Menge gekostet, weil ich eben sehr, sehr viel, 72 Millionen in Bestechungsgelder investiert habe. Wenn ich das in den nächsten Städten dann wieder so mache, dass ich tatsächlich die Tram währenddessen weiterfahren lasse, dann sollte sich das aber... auch in halbwegs vernünftigen Grenzen halten, denke ich mal. Kostet dann halt mehr Zeit, aber wenn ich dann den Zeitraffer auch wieder einsetze und das Ganze vielleicht sogar in zwei Städten parallel mache, dass ich immer in einer baue, während sich der Ruf in der anderen Stadt gerade wieder renoviert, dann sollte das eigentlich ganz gut machbar sein. So, jetzt aber wirklich Schluss mit dieser Folge. Vielleicht sehen wir uns auch
am nächsten Wochenende.